Let's give thanks. Father, in the name of Jesus, we thank you so much for Vater, in dem Namen Jesu, wir sagen danke. For your word that is so clear. Für dein Wort, das so klar ist. And I thank you that as we fellowship this afternoon. Ich danke dir, dass so wie wir Gemeinschaft genießen heute Nachmittag, our minds will grasp the truth. Unsere Gesinnung ergreift die Wahrheit. And our lives will experience it. Und unser Leben erfährt die Wahrheit. In every area. In jedem Bereich. And you'll be lifted and worshipped. Und du wirst erhoben und angebetet sein. Praised and glorified. Und du wirst gepriesen und verherrlicht sein. In the mighty name of Jesus Christ. Im mächtigen Namen Jesu Christi. And everybody says, und alle sagen Amen. Amen. I really thank God so much for the privilege to be with you today. Ich danke dem Herrn sehr für das Privileg, unter euch zu sein. And I also would like to thank Pastor David for the opportunity. Und ich möchte Pastor David auch danken für die Möglichkeit. Of course, with your wife. Natürlich mit Pastor Stephanie auch. And all the members of the church for giving me an opportunity to share something with you. Und auch Dank an euch allen, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, wirklich euch was mitzuteilen. When Pastor David was introducing our service today, als Pastor David unser Gottesdienst heute vorgestellt hat, he mentioned something that ran so quickly in my mind. Er hat etwas erwähnt, was sehr schnell bei mir geläutet hat. That we are in a limited world. Nämlich wir sind in einer begrenzten Welt. But we are not limited. Aber wir selber sind unbegrenzt. Now I just wanted to say something little about that before I get into my message. Also ich möchte was Kleines hierüber sprechen, bevor ich in die Botschaft für heute einsteige. You know, God is so amazing. Also Gott ist wirklich erstaunlich. That even those people who don't go to church. Sogar Menschen, die nicht in die Kirche gehen. He wants them to know his nature. Er möchte, dass sie seine Natur kennenlernen. And I'm so sure that all of us who are here, at least we are witnesses to what is going on in the world. Und ich bin mir sicher, dass wir alle, die anwesend sind, zumindest sind wir Zeugen dessen, was überall auf der Welt los ist. People who don't even seem to be worshiping God. Also Menschen, die noch nicht mal die Erscheinung machen, dass sie Gott anbeten. They have gotten a glimpse of who real God is. Also sie haben zumindest etwas verstanden, wer Gott tatsächlich ist. If somebody asked you a question today, wenn jemand dir eine Frage stellen würde heute, that which kind of internet would you want to use? What would be your answer? So, welches Internet würdest du gerne nutzen? Welche Antwort würdest du geben? All of us would prefer unlimited internet. Also, wir alle werden natürlich bevorzugen unbegrenzte Geschwindigkeit. Ne? You like the unlimited internet, but it's just an expression that you have somebody who is much more better than that internet, who is unlimited. Und dementsprechend ist es so, dass wir bevorzugen diese unbegrenzte Geschwindigkeit beim Internet. Nun haben wir jemanden, der größer ist als das. When you have an unlimited internet, you are less assured that all the time you are connected. Also wenn du unbegrenzten Internet hast, du bist dir wirklich, du bist dir gewiss, dass du immer online bist. And what's my message in that? Und was ist die Botschaft hieraus? That we got God who is unlimited. Nämlich wir haben Gott, der unbegrenzt ist. And so we are ever connected with him. Deshalb sind wir wirklich immer mit ihm verbunden. But the challenge we got, doch die Herausforderung, die wir also die uns bevorsteht, is how we perceive him to be to us. Nämlich ist unserer Wahrnehmung von ihm. And so we end up trying to use him. Und dementsprechend am Ende letztendlich versuchen wir ihn zu gebrauchen, instead of relating with him. Anstatt mit ihm in Beziehung zu treten. So many of us normally take God to be a tool that we can use to accomplish our own daily things. Viele von uns betrachten Gott als ein nutzvolles Werkzeug, die man tagtäglich verwenden kann, um seine eigenen Ziele zu erreichen. But God says, I am a person. I want a relationship. Doch Gott sagt, ich bin eine Person. Ich möchte eine Beziehung.
I am not a tool. Ich bin kein Werkzeug. I can relate with you. Ich kann mit dir in Beziehung treten. Don't just use me. Also verwende mich nicht nur. That's why some of us, deshalb manche von uns, when we need healing, then we run to him to heal. Wenn wir Heilung brauchen oder benötigen, was tun wir? Dann rennen wir in die Gemeinde, damit wir Heilung empfangen. When we need money, we know where to run to, and then it will cough the money. Ja, und wenn wir Geld brauchen, wir wissen ganz genau, aha, da renne ich hin und da bekomme ich auch Geld. That's why we are ever looking for password. Which password can get money out of God? Und deshalb ist der Mensch immer so darauf fixiert, na welchen Code, welches Passwort brauche ich, damit ich das, was ich benötige, erhalte. That's why we have fallen victims of so many cunning programs and techniques. Und deshalb ist der Mensch so, also ich sag mal so, so sehr zum Opfer gefallen, und zwar von verschiedenen, ich sag mal so, Scharlatane bzw. Situationen, wo der Mensch ausgenutzt wurde. Because we have been deceived to believe that God can be used. Denn warum? Die Täuschung liegt darin, dass der Mensch denkt, Gott ist ein Werkzeug, die ich gebrauchen kann. God is not a tool. Gott ist kein Werkzeug. Some of us would look at God as our iPads. Ja, manche schauen Gott wie ihr Tablet. If I want something, I just run to it and then try to check for it. Ja, also wenn ich was möchte, dann gucke ich mal auf das Tablet drauf. Aha, Internet, online, aha. But when I don't need it, I throw it there. Doch wenn ich das nicht brauche, naja, das kann ich beiseite bleiben. I can only come to it when I need it. Ja, also ich komme zu dem Tablet, wenn ich das wirklich brauche. That's not God. Aber das ist nicht Gott. That's why he has chosen to become one with us. Und deshalb hat er das ausgewählt, mit uns eins zu sein. Damit wir uns bewusst machen, es geht um eine Beziehung und nicht um eine Nutzung. Und deshalb ist es so, bei vielen Menschen ist es so, sie probieren alles Mögliche. Und wenn sie das erwartende Resultat nicht bekommen, dann gut, dann probieren wir es mal bei Gott. Vielleicht klappt es ja. Und das ist nicht richtig. Gott ist eine Person, die in Beziehung mit dir und mit mir treten möchte. Und wir laden ihn nicht zu dieser Beziehung hinein. Also zu deiner Kenntnis, er hat uns alle schon eingeladen, in Beziehung mit ihm zu treten. Und da sagte er, ich bin hier. Ich bin jemand, mit dem du in Beziehung treten kannst. Und das ist der Grund, warum er sich dort nicht aufgehalten hat, wo viele denken, naja, da könnte Gott sein. Und das ist der Grund, warum er hier unter uns ist, damit wir zu immer, damit wir jede Zeit mit ihm umgehen können. And that is the reason as to why it's very key for every believer. Und deshalb ist es wirklich die Hauptsache für jeder Mensch, der glaubt. To come to a realization that the God we are relating with, nämlich zu dieser Realisierung, zu dieser Feststellung zu kommen, dass der Gott, mit dem wir umgehen, he is not just powerful and able to do anything. Er ist nicht nur bloß kraftvoll und in der Lage sein, alles zu tun. But he is loving and he has done all things for us. Sondern der ist lieblich und er hat alles für uns getan. One of the challenges that we got as humanity, und als Menschheit, eine der Herausforderungen, die Menschheit durchmacht, when it comes to life, wenn es Leben geht, I always want to look at, think about a moment, ich stelle mir so einen Augenblick vor, where somebody just picked you from anywhere and threw you into a location you don't know. Also wo jemand dich einfach auserwählt von irgendwo und dann hat dich irgendwo hin deponiert, und zwar an einem Ort, wo du dich gar nicht auskennst. And to make it much worse, you are thrown into this place and it is in the night. It's dark, there is no light anywhere. Und um die Sachen zu verschlimmern, man ist an diesem Ort deponiert, und zwar nachts. Es ist alles dunkel, man weiß nicht, wo man ist. Imagine
that some of us, if somebody only even placed us in our daily launches where we are always, but without light in there, we shall be so much in fear. Und man kann sich mal persönlich vorstellen, jemand bringt dich und zwar mit Augen gebunden und alles ist dunkel in die eigene Wohnung, ohne dass man das weiß. Man fürchtet sich sogar, geschweige denn irgendwo, wo man gar nicht kennt. And what brings this fear is the darkness that is surrounding us. Und was, sag mal so was generiert diese Furcht? Es ist das Dunkel, die Finsternis um uns herum. And when someone is in fear, he wants to use anything around them to gain some confidence of living. Und wenn jemand in der Furcht ist, die Person möchte alles Mögliche anwenden, damit etwas Gewissheit, etwas Sicherheit, also hergestellt wird. And even if you had your baby scroll down on the ground when it is dark, you'll be in fear because you don't know whether it is the baby or something else. Ja, und selbst wenn alles so dunkel ist in der Wohnung und ein kleines Baby mag ja krabbeln, ohne jetzt großartig zu sprechen, man würde denken, was ist denn das wieder für ein Viech, was da rumkrabbelt? So when someone is in a place of darkness, also wenn ein Mensch in an einem finsteren Ort ist, I tell you, you cannot test what we call love. Also ich sag's euch, also die Liebe kann man in der Finsternis nicht schmecken. You'll always live your life from the position of fear. Denn man führt sein Leben und zwar von der Einstellung oder von der Stellung der Furcht. But what is bringing this fear in your heart? Doch da stellt sich die Frage, was stellt denn diese Furcht her im Herzen? It's merely the darkness that is surrounding you. Es ist einfach die Finsternis, was einem umgibt. But if that darkness can be taken away, doch wenn diese Finsternis entfernt werden kann, whatever you're fearing before, you'll fear it no more. Also wovor man sich vorher gefürchtet hat, ist nicht mehr furchtsam. Because now you'll be seeing everything clearly. You know where the table is, you know where the seat is, and you know where your baby is. Ja, bleiben wir bei dem Beispiel von der Wohnung. Plötzlich, wenn man denn nun Licht hat, erkennt man alles. Ach, das Kind krabbelt, das Tisch ist da, das Essen dampft, man erkennt wirklich alles. So what is my point in that? Also, worauf wollte ich denn hinaus? Allow me begin with John chapter number 1, verse 1. Lass uns bitte gemeinsam die Bibel aufschlagen, nämlich Johannes Evangelium Kapitel 1. Wir lesen Vers 1. Meine Absicht ist, über die Auferstehung Christi zu sprechen. Doch ich finde das und zwar sehr vonnöten, dass wir das eine gute Basis geben. Now look at this one. He says, in the beginning, before all time, that is amplified, was the word Christ. And ja. The word was with God, and the word was God himself. Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Then he goes on and says, and that is verse 2, and he was present originally with God. Ja, dieses war im Anfang bei Gott. And then he goes on and says, and all things were made and came into existence through him. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. So everything has come into existence through him, who is actually Christ. Also alles ist in die Existenz hineingetreten durch denjenigen namens Christus. So what does that mean? Was heißt das? Even us, we came into existence through him. Sogar wir kommen in die Existenz durch ihn. So our real Genesis is not in our mother's womb, our Genesis is in God. Ja, also unser Genesis, unser Anfang fängt nicht im Mutterleib an, im Embryozustand, sondern unser Anfang ist in Gott. So that is the reason as to why, because our Genesis is in God. Und weil unser Anfang in Gott ist, when our minds were fallen, und als unsere Gesinnung nun abgefallen ist, when Christ came into this world, nämlich als unsere Gesinnung abgefallen war und Christus in die Welt eingetreten ist, he says, I have come to seek and save what was lost.
Und seine Aussage war, ich bin gekommen, um das aufzusuchen und zu retten, was verloren war. Ja, diese Aussage Jesu bedeutet, dass wir zugehörig zu jemandem. When your phone gets lost, wenn dein Handy zum Beispiel verloren geht, du suchst nach deinem Handy, weil es anfangs dir gehört. Also Gott ist nicht gekommen, um das zu suchen, was ihm gar nicht gehört. Weil wir zu ihm gehören, selbst wenn unsere Gesinnung abgefallen sind, was tut er? Er kommt, um uns wiederherzustellen, zu sich. Also das werde ich nochmal vereinfachen. Also du kannst niemals verloren gehen, es sei denn, du hast im Anfang dazugehört. Also wenn man wirklich feststellen kann, dass ein Handy verloren gegangen ist, dann heißt es, dass das Handy zuerst jemandem gehört hat. Ja, und wenn man anerkennen kann, dass ein Telefon verloren gegangen ist, dann heißt es, dass der Eigentümer oder der Besitzer dieses Telefon nicht findet, obwohl andere dieses Telefon gefunden haben. So when we say that we were lost, it means we belonged to God. Also wenn es heißt, dass wir verloren gegangen sind, dann heißt es, wir gehörten Gott ursprünglich. And this is the good news. Und genau das ist die gute Nachricht. You were found in Christ before you were lost in Adam. Nämlich in Christus wurdest du gefunden, bevor du in Adam verloren gingst. That's why your being lost in Adam was temporal. It was not permanent. Und deshalb dein Verlorengehen in Adam war nur zeitig und nicht dauerhaft. When you have your wonderful child and they go missing. Wenn du ein Kind hast und dein Kind geht verloren. And then you eventually look for them and find them. Und du suchst nach deinem Kind und findest es. They will still now remain with you in your house simply because you have found the one that you actually own. Und der Grund, warum dein Kind bei dir in die Wohnung bleibt, ist ganz einfach. Du hast dein Kind gefunden, was zu dir gehört. That's why it should be brought to humanity's attention that God has sought for us and he has found us. Und deshalb soll es der Menschheit kundgetan werden, dass Gott uns gesucht hat und er hat uns gefunden. And the reason for that is because we belong to him. Und der Grund dafür ist, weil wir zu ihm gehören. We are not our own. Also wir gehören nicht uns selbst. We are his. Also wir gehören ihm. And if we are his. Und wenn wir sein sind. I want you to imagine this, if you got a car. Wenn du zum Beispiel ein Auto hast. Or if you got anything, a property like a phone. Ja, oder irgendwelche anderen Besitztümer wie ein Telefon. You and that property, who takes care of another? Ja, also, da stellt sich die Frage, du und dein Besitztum, wer kümmert sich um wen? Can your car try to come into your house, try to wash your body? Versucht dein Auto, ja, nämlich bei dir in die Wohnung reinzukommen und zu fragen, Mensch, hast du dich schon gewaschen? Hast du schon gefrühstückt heute? Then it will have lost its position of being your property. Ja, dann verliert dieses Auto oder dieses Besitztum nämlich diese Eigenschaft des Besitztums und wird nun zum Eigentümer. I want us to come to an awareness that we are of God. Ich möchte, dass wir dieses Bewusstsein bekommen, dass wir Gott gehören. And it's his responsibility to see to it that we are what he wants to look at. Und es obliegt seiner Verantwortung, nämlich uns zu bekannt zu geben, dass er ist das, was wonach wir schauen sollen. And that is why he did everything to present us to himself. Und deshalb, worthy to be looked at. Nämlich deshalb tat er alles, nämlich uns sich selbst zu präsentieren, und zwar mit dem Wert, anschaubar zu sein.
So when humanity thinks that we are going to approach God from a religious way, that is trying to do everything to qualify us before him, we are wrong. Also wenn die Menschheit denkt, nämlich wie einer religiösen Art und Weise, nämlich ich muss alles tun, damit ich erst tauglich bin, vor ihm zu treten, das ist verkehrt. That's why here he says that without him was not even one thing made that has come into being. Deswegen heißt es, dass ohne ihn gab es nichts, was wurde, was schon geworden ist. So what is the good news in there? Was ist hier die gute Nachricht? That in eternity, nämlich in der Ewigkeit, as God looks at Christ, als Gott Christus anschaute, before time and space is in play, nämlich bevor Zeit und Raum überhaupt erschaffen wurden. He is actually already seeing every being that has come into existence now. Nämlich in Christus sah er und zwar jedes Wesen, was jetzt in die Existenz hineingetreten ist. And now let's concentrate on a being called human being. So wir schauen uns mal das menschliche Wesen an. When God was looking at a man, he dreamt of creating. Als Gott den Menschen anschaute, wonach er sich sehnt zu erschaffen. He was not looking at Adam in Eden. Also er hat nicht nach Adam in Eden angeschaut. No. Nein. No. Mm-mm. His dream was a man. Sein Traum war ein Mensch. Who is perfectly expressed in the risen Christ. Nämlich der vollkommen in den auferstandenen Christus voll zum Ausdruck kommt. And I'm going to prove that right. Und das möchte ich jetzt beweisen. Let's take it a little bit. Let's go to verse number 4. Wir gehen jetzt zu Vers 4. Now, in verse 4 he says, and in him was life. In ihm war Leben. I want you to remember in Titus chapter 1 verse 1 to 2, God promised us eternal life before the world was begun. Ich möchte bitte, dass ihr euch gedenkt, nämlich in Titus 1 Vers 1 und 2, Gott versprach die Menschheit und zwar Leben, bevor es die Welt erschaffen wurde. God never promised us eternal life after man had sinned. Also Gott hat uns nicht erst ewiges Leben verheißen, nachdem der Mensch gesündigt hat. It is sad to see how we always want to say that eternal life is replacing sin. Es ist wirklich traurig zu beobachten, dass der Mensch immer versucht zu sagen, na ja, das ewige Leben ist ja der Ersatz für die Sünde. That's the danger of reading the scriptures with already an understanding of what you want to see. Ja, und das ist die Gefahr, wenn man die Schriften liest, mit dem Verständnis dessen, was man schon sehen möchte. Because even if you looked at your favorite scripture, John 3:16, it does not say it. Selbst wenn du dein Lieblingsbibelstelle Johannes 3:16 anguckst, genau das sagt diese Bibelstelle nicht. It simply says God so loved the world. Denn hier heißt es, Gott liebt die Welt so sehr. And what is the turning point in there? He so loved the world. Ja, was ist hier der Drehpunkt? Was geht die Menschheit an bei dieser Sache? Nämlich er liebt die Welt so sehr. So we shall ask ourselves, when did God so love the world? So da stellt man sich die Frage, wann hat Gott die Welt so sehr geliebt? Was it after bringing it into being? Also geschah diese Liebe erst nachdem er die Menschen erschaffen hat? Of course not. Natürlich nicht. Because he sees the end of something at the start. Amen. Denn warum? Denn Gott sieht den Ausgang von einer Sache von Anfang an. There is nothing like a surprise to him, neither an accident. Ja, also es gibt bei Gott weder eine Überraschung noch ein Unfall, also sprich ungeplant. When he looked at what he was holding inside of him. Denn als Gott schaute, nämlich nach dem, was er in sich trug, before he brought it into existence, bevor er das hervorgebracht hat in die Existenz, he was excited about it. Er hat sich darüber gefreut. And that's why he says, I so loved the world. Und deswegen sagte er, ich liebe die Welt so sehr, that I gave it my only begotten son. Dass ich ihr meinen eingeborenen Sohn hingab. That whoever believes on him, damit wer auch immer an meinen Sohn glaubt, shall have eternal life. Ewiges Leben bekommt.
He does not say that whoever will confess his sins. Hier hat er nicht gesagt, wer auch immer seine eigenen Sünden bekennen würde. And even the sins of their grandmother. Und nicht nur die eigene Sünde, sondern die Sünde der Oma bekennt. Even those sins they don't remember. Und auch die Sünde, woran man sich gar nicht erinnern kann. Even those ones they did for them. Und auch die anderen Sünden, die sie, also ich sag mal so, die sich begehen lassen. Then I may consider them. Dann könnte ich sie ja vielleicht berücksichtigen. And probably since I'm merciful, I'll give them some life. Ja, und da ich so barmherzig bin, dann schenke ich ihnen so ein Quäntchen Leben. We press things into scriptures which are not there. Also wir gestalten Dinge in die Schrift hinein, die gar nicht anwesend sind. He is simply saying that if they believe, they will have eternal life. Denn es heißt ganz einfach, wer auch immer glaubt, bekommt ewiges Leben. Then Jared, what are you talking about? There is no confession of sin. Und Pastor Jared, warum redest du über diese Bekenntnis der Sünden und so? I think that's another visit. Ich denke, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes That'll be Mal. Another visit, if that's your question. Ja, Pastor Jared musste nochmal hierher reisen. Now look at verse number 4, because I want us to concentrate on life. Ja, ich möchte, dass wir das Leben hier It says, vorsehen. In him was life, and the life was the light of men. Vers 4 in Johannes 1 sagt, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. So in Christ is life. Also in Christus gibt es Leben. And the life that is in Christ und dieses Leben in Christus is the light of men. Ist das Licht der Menschen. So if you want to experience the light of men, wenn du das Licht der Menschen erleben möchtest, it only has one source. Dieses Licht hat nur eine Quelle. And that is Christ. Und das ist Christus. You try to look for it in any other place, you'll never find it. Wenn du dieses Licht der Menschen in woanders suchen würdest, würdest du es nicht finden. Now, I haven't brought my point out. Look at verse 5. Vers 5, schauen wir uns gemeinsam an. Now, this is where I want to begin it and then try to bring out what I want to say. And the light shines on the dark, in the darkness. Und das Licht scheint in der Finsternis. For the darkness has never overpowered it. Und die Finsternis hat das Licht nie überwältigt. Even when you go to history. Selbst wenn du in die Geschichte zurückgehst. Darkness has never overcome light. Finsternis hat noch nie das Licht besiegt. You look at the natural world where we belong. Also, schaut euch mal diese natürliche Welt, zu der wir gehören. When you are in a room that is full of darkness. Wenn du in einem dunklen Raum wärst. You don't need the spade. You don't need a backhoe tractor to come and pull out that darkness. Also, du brauchst zum Beispiel keinen Bagger, der durch diesen Raum durchjagt, damit die Finsternis rausgeht. You don't need your neighbors to come in with the hose that you try to shiver it out. Ja, also du rufst dich Nachbarn nicht zusammen, sagen wir so, jeder schnappt sich einen Spachtel und beziehungsweise einfach mal ja so ein Schaufel und wir schaufeln mal das Dunkel raus. Just a lighting of a candle will have all that darkness away. Ja, einfach ein ganz einfaches Kerzenanzünden wird schon die Dunkelheit vertreiben. Just a flip of your switch and lights go on, you'll actually wonder where has it passed because all the windows were closed. Amen. Und dementsprechend, wenn du nur den Lichtschalter betätigen würdest in deinem Raum, was würde geschehen? Die ganze Finsternis ist dann weg. Da fragst du dich, ja, die Fenster sind dort zu. Wo sind sie hin? So when darkness and light come into a meeting, darkness is no more. Also wenn Licht und Finsternis wirklich sich verabreden, da wo das Licht ankommt, ist die Finsternis nicht mehr da. So where darkness has prevailed for a long time, when light comes in, it cannot prevail again. Amen. Da wo die Finsternis lange Zeit geherrscht hat, sobald Licht erscheint, dann ist es vorbei mit der Finsternis. And this is the good news. Aber genau das ist die gute Nachricht. In Christ there is light of men. Nämlich in Christus gibt es das Licht der Menschen. Now in verse in KJV it says, and the light shines in darkness, and the darkness comprehended it not. Und hier heißt es nämlich, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis konnte dieses Licht nicht überwältigen. Now
actually, when you look at that very carefully, this is the interpretation and the understanding in there. Also, wenn du diese Bibelstelle ganz vorsichtig anschaust, folgende Übersetzung bzw. folgende Deutung liegt darin. That when you look at the word which is used as darkness. Wenn du dieses Wort oder der das, wenn du den Begriff Finsternis anschaust. It is the same Greek word that actually means ignorance. Im Griechischen, im Urtext, nämlich bedeutet genau dieser Begriff Unkenntnis. And when you look at the word light, und wenn du den Begriff Licht anschaust, is the same Greek word that actually also means knowledge. Es ist dasselbe griechische Wort für Erkenntnis. So let's look at ignorance and knowledge. Lass uns bitte Unkenntnis und Erkenntnis anschauen. That when knowledge comes to your mind, wenn Erkenntnis in deiner Gesinnung gelangt, ignorance cannot stay. Was geschieht? Unkenntnis verschwindet. You don't have to bind ignorance. Also da brauchst du die Unkenntnis nicht zu binden. You don't have to cast it out. Du brauchst sie nicht raustreiben. In the name of Jesus. In dem Namen Jesu. All ignorance, you are going. Ja, alle Unkenntnisse verschwinden. I see you come out of my mind. Ich sehe, wie ihr rauskommt aus meiner Gesinnung. Stop the gymnastics. Also hör auf mit dem ganzen Schwachsinn. Subject your mind to knowledge, ignorance will find its way out. Ordne deinen Sinn bzw. deine Gesinnung der Erkenntnis unter, die Unkenntnis verschwindet von alleine. Now, how come the children of God are not enjoying all that God has done for them? Wie kommt es, dass Kinder Gottes alles, was Gott für sie erledigt, vollendet hat, dass sie das nicht genießen? Is because they have chosen to live in darkness in their minds. Der Grund ist ganz einfach. Sie haben sich in ihrer Gesinnung für die Finsternis entschieden. They have chosen to live in ignorance in their minds. Sie haben ausgewählt, in der Unkenntnis in ihrer Gesinnung zu leben. When you are in darkness, everything around you brings fear. Wenn du in der Finsternis bist, alles um dich herum stellt Furcht da. When you are ignorant, everything will cause fear in you. Wenn du in Unkenntnis bist, alles was in dir ist, ist nur Furcht. That's why we fear everything. Deswegen fürchten wir uns vor allem. A butterfly crosses, then that's a spirit. Ein Schmetterling fliegt einfach vorbei, man denkt, na, das ist irgendwas Geistliches. Irgendwas stimmt hier nicht. Then a rat crosses, then that's another spirit. Ja, und Gott steht uns bei, wenn eine Ratte vorbeiläuft, was geschieht? Oh, das ist wieder ein großer Geist. Even when I just look like this, you said, Gerard has a spirit of peeping, eh? Und wenn ich dich einfach nur bloß anschaue, also nachdenklich anschauen zum Beispiel, da denkt er, na ja, also Pastor George hat irgendwas Komisches bei sich. But why do you stay in fear? Because you are ignorant. Ja, warum rechnet man allem mit der Furcht? Ganz einfach, man ist im Unkenntnis. But when knowledge comes to your mind, doch wenn die Erkenntnis in deine Gesinnung hineinkommt, you will look at everything as God sees it. Dann schaust du alles an, und zwar wie Gott alles sieht. Do you know why you cannot even relate with some people? Weißt du, warum du mit manchen Menschen nicht umgehen kannst? It's because you are ignorant. Ja, weil du in Unkenntnis bezüglich dieser Person bist. If you had a true knowledge, you would find that it's possible to relate with everybody. Denn wenn du die wahrhaftige Erkenntnis hast, dann stellst du fest, es ist möglich, mit allem umzugehen. There is nobody that God cannot actually relate with. Es gibt niemanden, bei dem Gott sagt, nee, mit dem kann ich nicht umgehen. And as he is, so are we in this world. Und so wie er ist, so sind wir auf dieser Welt. So there is no one who is complicated. It's our ignorance that will complicate them. Dementsprechend gibt es niemanden Kompliziertes, sondern es ist unsere Unkenntnis, was die Menschen kompliziert erscheinen lässt. So if our minds can awaken out of darkness and get into the light of Christ, things will be much more better. Wenn unsere Gesinnung wachgerüttelt werden kann, und zwar in das Licht der Erkenntnis Christi hineinkommen kann, was geschieht, dann bessert sich alles um uns herum. Let's be honest to ourselves. Und lass uns bitte mit uns selbst ehrlich sein. Now that light is on.
Nun, wo das Licht an ist. Is your jacket bringing fear to you? Sorry, again. Is your what? Your jacket, is it bringing fear to you? Genau, also jetzt, wo das Licht an ist, fürchte dich vor deinem Jacket? The little ones that are running around, are they causing any fear in our heart? Also die Kinder, die noch rumrennen, also verursachen sie Furcht in unserem Herzen? Because the light is on, we can see that it is them. Ja, weil das Licht an ist, wir können ja sehen, ach, das sind ja Kinder. But if we are in darkness, you can ask, who is that one? Who is that one? Doch stell dir vor, hier wäre wirklich richtig finster. Und die Kinder wurden wagen zu rennen. Da wurde man die Frage stellen, na, wer ist das denn? Was ist denn das für ein Gespenst? And you are not asking because you want to know, you are asking because you are fearful. Und solche Fragen stellt man nicht, weil man irgendwas wissen möchte, man stellt solche Fragen, weil man sich fürchtet. Ignorance is very dangerous. Also Unkenntnis ist sehr gefährlich. It will make you make conclusions which are not true. Unkenntnis sorgt dafür, dass man wirklich Beschlüsse fasst, die aber nicht wahr sind. That's why you can read the same scriptures that I'm reading, but you'll see something different from what I'm seeing. Und das ist der Grund, warum du kannst dieselben Schriften lesen, die ich lese, und du siehst was völlig anders als das, was ich sehe. Let me give you an example before I cross over to the next verse that I want to use. When we are young. Ein Beispiel, also als wir noch jung waren, We used to be told by our mom that we should be careful not to get into the house when it's too dark. Ja, also wir wurden von unseren Mama erzählt, dass wir sollen dafür also Sorge tragen, nicht zu spät nach Hause zu kommen, damit es nicht dunkel ist. And she required us to pick everything outside and then put it in the house before it's actually dark. Und sie hat von uns gefordert, dass wir wirklich alle Sachen reinstellen in das Haus, bevor es dunkel wurde. And we were warned with the story that in our village there was a night dancer, somebody who can eat people. Ja, und in unser Dorf wurden wir gewarnt, dass wirklich dort gibt es so eine Art Nachttänzer, also jemand, der Menschen isst. So that story stuck so well in our minds. Und diese Geschichte hat in uns, also ist wirklich in uns gebrannt. That it created fear in us. Und das hat die Furcht in uns hergestellt. So every time we could see it coming to dark, we would run into the house. Also jedes Mal, wenn man sieht, aha, es ist schon Abenddämmerung, was tun wir? Wir rennen schon rein. Wir packen alles rein und rennen rein. It became a scarecrow to us. Und das wurde uns etwas Furchtsames. Now one day we forgot a Benson outside. Eines Tages haben wir etwas draußen vergessen. And our mom asks at around 9 p.m. It's very dark. Where is the Benson? Und da hat dann unsere Mama dann gefragt, so um 21 Uhr, naja, wo ist diese Sache? We are about three of us in the house and everyone began, this one, the other one, this one, the other one. Und wir sind zu dritt und wir fangen an, einander zu beschuldigen, wer das Ding vergessen hat. And she said, all of you out, go and collect the Benson. Ja, und da hat sie gesagt, alle bitte rausgehen und die Sache reinbringen. All the stories we have heard about the night dancer came back in our minds. So, all die Geschichten, die wir über diesen Menschenesser gehört haben, ist wieder uns eingefallen. And just before our door, there was a banana plantation. So, und dann wirklich vor unserer Haustür, da gibt's auch so eine Art Bananenplantage. So we imagine that as we get out, the night dancer is just waiting for us there. Und wir haben so vorgestellt, wenn wir rausgehen, die Menschenfresser warten schon auf uns. So we began to see the night dancer in our minds before actually we saw one. Ja. Also das bedeutet, wir haben angefangen schon uns vorzustellen, oh, es gibt jemanden, der Menschen frisst, bevor es überhaupt Tatsache wurde. And that is so true with so many Christians, that we see things in our minds which are not real in place. Ja, und das ist wahr mit vielen Christen, nämlich in unserer Vorstellung. Da haben wir schon bestimmte Filme am Laufen, bevor es überhaupt was Tatsächliches gibt. But we conclude. Doch wir beschließen, wir schlussfolgern. Just by what we have seen in the mind, not the reality on the ground. Ja, und zwar durch das, was wir uns vorgestellt haben und nicht das, was tatsächlich vorzufinden ist. So as the lady, our mother became so tough.
Und so, wo wir in unserer Gesinnung wirklich hiermit beschäftigt waren, mit diesem Nachttänzer, we corrected ourselves to go out and pick the Benson. Also, was haben wir getan? Wir haben uns zusammengetan, um die Sache reinzubringen. And I was the one at the front. Und ja, Pastor Jerry war derjenige, der vorne war. As soon as we opened the door, als wir die Tür aufgemacht haben, others were coming just after me. Ja, die anderen waren hinter mir. I saw a banana leaf turn. Also ich sah, wie der Wind wirklich so ein Bananenblatt geweht hat. I did not wait for the next thing. I just shouted, "Hey, Dirty Dancer!" and jumped back into the house. Also ich habe nicht gewartet. Ich habe einfach Schluss gefolgert. Mensch, der Nachttänzer ist da und bin rein wieder reingerannt. So everyone began to shout, a night dancer, mommy. Ja, und jeder fing an zu sagen, Mami, es gibt einen Nachttänzer da draußen, wir gehen nicht nach draußen. And then she was like, whether it is a night dancer or not, you must pick it. Und da sagte die Mutter, naja, ob es den wirklich gibt oder nicht, ihr geht nach draußen und holt die Sache rein. But what was bringing so much fear in us, because outside it was dark. Der Grund, warum wir uns so sehr gefürchtet haben, war, draußen war es sehr finster. None of us could fear to get out of the house and pick the basin if it was during the day. Ja, also diesen Eimer oder was weiß ich, diese Sache konnte jeder von uns rausholen, wenn die Sonne scheinen würde. But the very place you can go to without fear when there is light is the very place you can go to with fear when there is darkness. Ja, derselbe Ort, den du hingehen kannst, und zwar ohne Furcht, wenn Licht gibt, ist der Ort, wo du mit Furcht hingehst, wenn es finster ist. That is the reason as to why Christians live in fear. Das ist der Grund, warum Christen in solcher Furcht leben. Yet we are not supposed to live in fear. Doch wir sind nicht erschaffen, in die Furcht zu leben. Because First John says, perfect love casts out fear. Denn 1. Johannes berichtet uns, dass vollkommene Liebe treibt die Furcht raus. If a Christian walks in fear, it is a conclusion that he has not grasped how much God loves him or her. Wenn ein Christ, eine Christin in Furcht wandelt, das ist, ich sag mal so, das ist das Zeichen, dass diese Person die Liebe Gottes für sie noch nicht für sich beansprucht hat. In reality there was no night dancer. Denn in der Wirklichkeit gab es keinen Nachttänzer. But what we had seen in our minds made us conclude that is there. Doch das, was wir uns vorgestellt haben in unserer Gesinnung, sorgt dafür, dass wir wirklich so schlussfolgern, es gibt den Nachttänzer. Even when the leaf turned, we are not seeing a leaf, we are seeing a person. Ja, selbst als diesen Bananenblatt sich gewendet hat wegen des Windes, wir haben kein Bananenblatt gesehen, wir haben eine Person gesehen. And what surprised me up to date? Und was mich immer noch bis heute überrascht. The other ones who are coming after me. Die anderen, die hinter mir waren. They saw a night dancer more than me who actually saw the leaf. Ja, sie haben einen Nachttänzer gesehen und zwar viel stärker als ich, der nur das Bananenblatt beobachtet hat. They exaggerated the story as if it is them who saw something. Ja, also die Geschichte haben sie so übertrieben, als hätten sie selber etwas gesehen. But all they knew was what I had told them that this is what I've seen. Ja, doch alles was sie wussten, war das was ich ihnen berichtet habe, dass guck mal was ich gesehen habe. And this is how many Christians are living their lives. Und genau so führen viele Christen ihr Leben. We hear from someone else and we take what they have told us to be a conclusion of everything and we run and exaggerate it more than even the story we got. Ja, also wir hören etwas von jemandem und wir schlussfolgern, dass aha, das ist die Sache und was tun wir? Wir rennen und vergrößern, wir übertreiben sogar das, was wir gehört haben. That is why the erroneous teachings have moved from one generation to another. Und das ist der Grund, warum so irrtümliche und fehlerhafte Lehrsätze sich von einer Generation zum anderen bewegt haben.
But the time has come that the church should be awakened to the realities. Doch die Zeit ist gekommen, dass die Gemeinde wach wird zu den Wirklichkeiten. That is the reason as to why when we are beginning our seminar, which I want to close today. Und das ist der Grund, warum, als wir unser Seminar begonnen haben, die ich heute schließen möchte. My first point was if the church can embrace the gospel. Mein Punkt war, wenn die Gemeinde das Evangelium aufnehmen könnte. And not everything that talks about Jesus is gospel. Und nicht alles, worüber man über Jesus spricht, ist das Evangelium. You should preach Christ according to the mystery. Also Christus soll entsprechend des Geheimnisses gepredigt. According to the original plan of God from eternity. Und zwar gemäß dem Originalplan Gottes aus der Ewigkeit. Our preaching of the gospel doesn't begin with Adam's falling in the garden. Unser Predigt des Evangeliums fängt nicht mit, naja, Adam ist im Garten Eden abgefallen. The gospel stretches far way back before even Adam is created in Eden. Denn das Evangelium geht sehr weit zurück, sogar bevor Adam erschaffen wurde und in den Garten Eden hineingestellt wurde. It doesn't begin with Adam. Ah, das Evangelium fängt nicht mit Adam an. But that's where many popes started from. Doch leider Gottes haben viele dort das Evangelium That's begonnen. Why you can look at Ephesians chapter 1, it will help you to see it clearer. Und deswegen, wenn du Epheserbrief Kapitel 1 liest, das hilft dir, das klar zu sehen. Then after somebody has embraced the gospel, nachdem jemand das Evangelium aufgenommen hat, your heart should settle that God loves you. Ja, die zweite Sache ist, dein Herz sollte sich niederlassen darin, there dass is, du von Gott geliebt bist. There is every proof from all scriptures that we are loved of God. Es gibt jeden Beweis von allen Schriften, dass wir von Gott geliebt sind. That's why Ephesians 1:4 says he loved us before even the creation of the world. Deswegen sagt Epheser 1:4, er liebt uns sogar vor dem Niederfall der Welt. So there is nothing you have done that has made him to love you. Also es gibt nichts, was du getan hast, was dafür gesorgt hat, dass er dich liebt. That might sound very okay, but let me put it this way also. Also ich sag's mal anders. There is nothing that you have not done that has caused him not to love you. Es gibt nichts, was du nicht getan hast, was bewirkt hat, dass er dich nicht lieben soll. It never began with your performance. Das hat nie mit deiner Leistung begonnen. It began with who he is. Sondern es hat begonnen mit dem, wer er ist. That's why Paul writes to us in Romans chapter 2 and he says the goodness of the Lord leads to repentance. Deswegen hat Paulus in Römer 2 Vers 4 geschrieben, nämlich die Güte des Herrn führt uns zur Buße. Repentance is not confession of your wrongdoings. Also Buße heißt nicht, ich bekenne alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. It's a change of your mind that you see things the way you should be seeing them. Also Buße heißt Umdenken, nämlich so zu sehen, wie Gott die Dinge sieht. You simply turn around your mind and see things the way God sees them. Also man hat eine Umkehr in seiner Gedankenwelt, um Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht. God's love is so much for each one of us. Nämlich Gottes Liebe ist wirklich ausreichend, mehr als genug für jeden von uns. There is nothing he has done not out of his love. Es gibt nichts, was Gott getan hat, die er nicht aus seiner Liebe bewirkt hat. So when your heart is settled that you are loved. Also wenn dein Herz zu Hause ist, dass du geliebt bist von Gott. Then the next thing is faith. Die nächste Sache ist Glaube. And faith gets its substance in Christ. Und Glaube hat seine Wirklichkeit in Christus. And if faith gets its substance in Christ, und wenn Glaube die Wirklichkeit in Christus hat, it means without Christ we cannot boast and even brawl around that we have faith. Ja, also das bedeutet, ohne Christus können wir noch nicht mal rühmen oder prahlen, dass wir Glauben haben. That's the reason as to why the only way we can know that we got faith is by knowing Christ. Und deshalb die einzige Art und Weise, Glauben zu haben, ist die Erkenntnis Christi. And I want to stretch it a little bit. Das möchte ich ein bisschen erläutern. And I show you that what we call our faith, nämlich das, was wir unseren Glauben nennen, it is meant to rest on the resurrected Christ. Nämlich dieser unser Glaube soll wirklich fundiert
die Grundlage haben, nämlich den auferstandenen Christus. I wish we were just beginning the seminar. Also ich wünsche, wir würden dieses Seminar erst anfangen. Because I feel like there is too much that I have to really dispense of. Ja, denn ich fühle mich so, es gibt so vieles. But it's okay, let me give what is possible in the limited time we have. Dementsprechend teile ich das aus, was möglich ist. But when you look at that, wenn du das hier alles anschaust, there are certain things that I wanted to bring to our attention. Es gibt Dinge, die ich einfach zu unserer Aufmerksamkeit rufen möchte. You see, from 1 Corinthians chapter number 15, nämlich von 1. Korinther Kapitel 15, verse 12 to 14, nämlich von Vers 12 zu Vers 14, Paul makes it very clear to us, hier macht uns Paulus das ganz klar, that without believing in the resurrection of Christ, nämlich dass wenn wir die Auferstehung Christi nicht glauben, our preaching is empty, da ist unser Predigt wirklich and leer. Our faith is useless. Und unser Glaube ist nichtig, für nichts zu gebrauchen. Our faith becomes useful. Unser Glauben wird erst brauchbar. And our preaching holds a substance. Ja, unser Predigt wird erst nutzvoll sein. Only if we can see the risen Christ. Nur wenn den auferstandenen Christus sichtbar da drin and ist. If we can believe in his resurrection. Und wenn wir seine Auferstehung annehmen können für uns. Let's roll it out with Romans chapter number 10. Und das schauen wir uns mal mit Römer 10 an. This is a common scripture that many of us actually are familiar with. Also das ist eine gewöhnliche Stelle, die vielen bekannt ist. When you look at verse 9, wenn man Vers 9 anschaut, he says, if someone believes in his heart, hier heißt es, dass wenn jemand in seinem Herzen glaubt, that Jesus was risen, dass Jesus Christus auferstanden ist, shall be saved. Diese Person gerettet werden. I don't know where evangelists pick it up from. Also ich weiß nicht, wo die Evangelisten das herholten. And they add in things which are not there. Und sie haben Dinge hinzugefügt, die hier gar nicht geschrieben steht. Because that very verse we read like this before many evangelists. Also vor vielen Evangelisten wurde dieser Vers wie folgt lesen. If you confess all your sins, wenn du all deine Sünden bekannt hast, then you shall be saved. Dann wirst du erst gerettet. But that's not what the scripture says. Doch das ist nicht das, was die Schrift sagt. That's now, whenever you are ignorant, you are living in fear. Also wann auch immer du in Unkenntnis lebst, lebst du in der Furcht. And that's what causes you to think that it's after confessing the wrong things that I've done that maybe God can come closer to me. Ja, und das ist der Grund, warum man das annimmt, dass naja, vielleicht nachdem ich all die furchtsamen Dinge, also die fürchterlichen Dinge erstmal bekannt habe, vielleicht würde Gott mir ein Stückchen näher kommen. Do you see that some of us are here and we cannot even jump one inch from the ground? Ja, also wie manche von uns, also manche von uns sind hier, wir können nicht wirklich einen Fuß vom Boden einfach abheben. But if a lion just came on that door. But wenn sich zum Beispiel ein Löwe durch die Tür reinkommen würde. And we all turned and we saw it. Und wir alle drehen uns um und sehen den Löwen an der Tür. And after we have seen it, und nachdem wir den Löwen gesehen haben, it simply did a one single roll. und der Löwe brüllt nur einmal. You'll wonder where people got the faith that can they break through the window. Und dann wundert man sich, wo die Leute den Glauben her haben, sogar durch das Fenster hindurchzusteigen. So when you break through the window and you're out, ja, also wenn man durch das Fenster hindurchgebrochen ist und rausgekommen ist, do you know that many of you alive arrive down there and say, I had faith, man. Also viele, die das überlebt haben, die würden unten sein und sagen, Mann, war das ein großer Glaube, was ich habe. But that was not faith, it was fear. Aber das war kein Glaube, sondern eher Furcht. There are certain things we do out of fear and we think we are in faith. Es gibt bestimmte Dinge, die wir aus Furcht tun und wir denken, oh, das ist Glaube. Someone can go into what they call prayer for 5 hours. Ja, jemand kann zum Beispiel für 5 Stunden sich in sogenannten Gebet begeben.
Because the doctor said in 3 months you are going. Warum? Weil der Arztbericht sagt, na, du hast nur noch 3 Monate übrig. No, I have to have faith in God now. Nein, also das ist falsch. I cannot stay. Ich muss meinen Glauben in Gott jetzt ausdrücken. God, you can see me. Also Gott, du kannst mich doch sehen. God, I love you so much. Ich liebe dich doch so sehr. Lord, you are the best. Du bist der Beste. I believe you can heal. Ich glaube, du kannst mich heilen. In Jesus. They speak too much that they even run out of words. And they begin to call him G. Ich sag's in meinen Worten. Also man redet so viel, dass man sogar keine Worte mehr findet. Und was sagt man? Man sagt nur noch J. And when we find them 5 hours, they are sweating, we say, this man has faith, Banage. Ja? So, jemand, der von außen betrachtet und diese Menschen in seinem Schweiß sieht, sagt man, wow, hat der Glauben, du. It is not faith, it is fear. Also das ist kein Glaube, sondern Furcht. Actually, if it was faith, they wouldn't be doing what they are doing. They would be rested in Christ. Denn Tatsache ist, wenn es Glauben wäre, würden sie so viel Eigenmühe gar nicht aufbringen, sondern sie werden sich in Christus ruhen. So that is the reason as to why we act so many times. Und deshalb in so vielen Male handeln wir different from what the scriptures say, and we expect results. Und zwar anders als das, was die Schrift uns berichtet, und wir erwarten genau dieselben Resultate wie bei dem Schrift. And this is what Paul is saying: if you believe that he was risen, then you shall be saved. Und deswegen sprach Paulus das, dass wenn du glaubst, dass er auferstanden ist, dann wirst du gerettet sein. Just believing that he's risen, period. Ja? Glaube nur, dass er auferstanden ist, und dann ist die Errettung deine. What about my sins? What about my wrongdoing? That's already taken care of. Can you believe this? Ja, und dann stellt man sich die Frage, ja, aber was ist mit meinen Sünden? Was ist mit all dem, was ich falsch gemacht habe? Darüber wurde schon gekümmert. Kannst du das nur glauben? To make his point so clear, when he goes to verse 10, he says, a man believeth unto righteousness. Und wenn man nun, with his heart. Wenn man nun Vers 10 anschaut, dann heißt es, der Mensch mit seinem Herzen glaubt zur Gerechtigkeit. But how many people confess and profess to be actually born again? You tell them you are righteous, they say, no. Ja? Und dann ist es so, dass wenn man aber Menschen, die bekennen und zugeben und sagen, Mensch, ich bin glaubender Christ, und du sagst, du, ich bin gerecht, die sagen, nee, das kann ich nicht, das stimmt nicht. That is reason, you are establishing that I'm made right with him. Denn indem ich glaube, dass er auferweckt wurde aus den Toten, das sichert mir die Gerechtigkeit zu. And Paul says that and confession is made unto salvation. Und hier heißt es nämlich, dass Bekenntnis gemacht wird, und zwar zur Errettung. What is confession? From Greek it is homologio. Also, was ist denn Bekenntnis? Bekenntnis aus dem Griechischen heißt homologio. And homologio means to say the same thing in agreement with another person. Und homologio bedeutet, man sagt dasselbe in Zustimmung, in Übereinstimmung mit jemandem anderen. So I say the same thing with what the Father is saying, that I raised Christ from the dead. Nämlich, ich sage genau dasselbe, was der Vater schon ausgesagt hat, nämlich, dass er Christus aus den Toten auferweckt hat. And that's a fruit of my salvation. Aber genau das führt mich zur Errettung. Saying what God says. Ja, indem ich das sage, was Gott schon gesagt hat. Not a repetition of my wrong things. Und nicht eine Wiederholung oder, ich sag mal so, ein Wiedererzählen von dem, was ich falsch gemacht habe. Now, Jared, I'm seeing you. You are making sin light. You're taking weight away from sin. Also, Pastor Gerard, ich beobachte dich. Also, du machst die Sünde einfach zur Leichtigkeit. Ja? Du nimmst die Sünde auf die leichte Schulter. It is not me. What Christ did is what has diminished sin. Also, ich bin es nicht, sondern es ist die Taten Christi, die Sünde zunichte gemacht hat. And if you can see that, I am telling you, sin will become insignificant. Und ich sage dir, wenn du das hier sehen kannst und aufnehmen kannst, dann wird die Sünde für dich unbedeutsam. Now, the other thing that I wanted to show you, when he said that we should believe in the resurrected Christ. Eine andere Sache, die ich euch zeigen möchte, wenn es heißt, an den auferstandenen Christi zu glauben. God has made so many promises to humanity. Also Gott hat sehr viele Verheißungen der Menschheit gegeben.
including promising us life. Und sogar, also inklusive das ewige Leben. He has fulfilled all in Christ. Doch all diese Verheißungen hat er in Christus erfüllt. That's what 2 Corinthians chapter 1 verse 20 will talk about. Und genauso spricht 2. Korintherbrief 1 Vers 20. If you looked at Acts chapter 13 verse 33. Wenn du Apostelgeschichte 13, 33 anschauen würdest. This is what the Bible says. Genau das, das sagt die Bibel. All that God had promised had has fulfilled it to us, their children. Nämlich Gott, alle Verheißungen, die er gemacht hat, er hat all diese Verheißungen erfüllt, und zwar für uns, seine Kinder. By raising Jesus from the dead. Und wie hat er das getan? Indem er Jesus aus den Toten auferweckt hat. So God has fulfilled everything by raising Jesus from the dead. Also Gott hat alles erfüllt, indem er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. That means if my life can look at the risen Christ, I'm looking at the fulfillment of all the promises of God. Ja, das heißt, wenn mein Leben auf den auferstandenen Christus schauen kann, dann schaue ich alle Erfüllungen der Verheißungen Gottes. And if that is true, und wenn das wahr ist, there is something very, very important for you to notice. Dann gibt es etwas sehr Wichtiges zu bemerken hier. Have you imagined that John chapter 3, but Bible says, God so loved you and me, and he gave us his only begotten son, Jesus Christ. Und wenn man Johannes 3,16 anschaut, hier sagt die Bibel, Gott liebt dich und mich so sehr, dass er für uns Jesus Christus dahingab. The word begotten means the risen one. Ja, dieses eingeboren bedeutet den Auferstandenen. It means the regenerated one. Es bedeutet derjenige, der wiedergeboren ist. It is important for us to know that Jesus was born in a manger. Es war wichtig für uns, dass wir wissen, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. Lived naturally. Der hat ganz natürlich gelebt. By the time came, he died. Doch es gab eine Zeit, wo er starb. He was buried. Er wurde bestattet. And he rose. Und er ist auferstanden. Where do we place our faith? So, wo stellen wir unser Glauben hin? Our faith is in the risen Christ. Unser Glaube liegt am auferstandenen Christus. And when God says, I have given you the begotten Son. Und wenn Gott sagt, ich habe dir den eingeborenen Sohn gegeben. He was referring to the risen Christ. Er bezog sich auf den auferstandenen Christus. Not to baby Jesus in the manger. Und nicht zu Baby Jesus, der Kuchi Kuchi Kuh im Stall gemacht hat. Because the baby Jesus in the manger. Denn warum? Das Baby Jesus im Stall was representing the fallen humanity. Hat nämlich den abgefallenen Menschheit vertreten. But the risen Christ, doch der auferstandene Christus, represents the true children of God. Vertritt die wahrhaftigen Kinder Gottes. That is the reason as to why. Und das ist der Grund warum. Let's read it together. Wir lesen das gemeinsam. Acts 13:33. Apostelgeschichte 13, Vers 33. Technology. Okay. Mm-hmm. Look at this. This he has completely fulfilled for us, their children, by raising up Jesus, as it is written in the second Psalm, that is second Psalm verse 7. You are my son. Today I have begotten you. Nämlich, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, also Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. When did God begot Christ? Wann zeugte Gott Christus? When Christ was risen. Und zwar, Gott zeugte Christus, als Christus aus den Toten auferweckt wurde. That is the reason as to why. Listen and grasp this properly. Also bitte zuhören und diesen Punkt verinnerlichen. When Jesus was living in the natural world. Das war der Grund, warum als Jesus in der natürlichen Welt gelebt hat. The Bible says if you want to trace his genealogy, you can even find him in David.
Ja? Die Bibel sagt, wenn du den Stammbaum Jesu verfolgen möchtest, du findest sogar seinen Ursprung in David. But show me the genealogy of the risen Christ. Doch zeig mir doch den Stammbaum von dem auferstandenen Christus. It is not there. Es ist nicht da. That is the reason as to why John, when he's writing about Jesus. Und das ist der Grund, warum Apostel Johannes, als er über Jesus schrieb, his primary goal was to reveal to us the Son of God. Ja, sein primäres Ziel ist, uns den Sohn Gottes offen zu legen. Where Matthew and the rest, the primary goal was to reveal the Son of Man. Ja, während Matthäus, Lukas und Markus ihr primäres Ziel war, uns den Menschensohn vorzuzeigen. That's why time to time Matthew will talk about Jesus as a son of man. Und das ist der Grund, wenn man Matthäus liest, man wird es immer vorfinden, dass Jesus, also Bezug genommen wird auf Jesus als Menschensohn. Is a son of man born by Mary to represent man. Er ist der Menschensohn, der durch Maria geboren wird, um die Menschheit zu vertreten. But when he died, doch als er starb, man died. Da starb der Mensch. And when he rose, und als er auferweckt he never wurde, rose as a son of man again. Da ist er nicht mehr als Menschensohn auferstanden. He rose as a son of God. Der ist auferstanden als Gottes Sohn. To reveal that what God was dreaming about in eternity. Um zu zeigen, dass worauf Gott sich gefreut hat oder geträumt hat in die Ewigkeit. Was to see man, war wirklich den Menschen zu sehen, who is dressed up in a body, nämlich der auch mit Körper gekleidet that ist, cannot die, die aber nicht sterben kann. So what was immortality? Also was war denn die Unsterblichkeit? It was brought to light. Diese Unsterblichkeit wurde ans Licht geführt. And for the first time in the history of humanity. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Man beheld a creature that has a body but cannot die. Ja, sah der Mensch ein Wesen, was zwar also mit Körper ausgestattet ist, doch nicht sterben kann. And by looking at Jesus, indem man Jesus anschaute, whatever God had promised to us, was auch immer Gott uns verheißen hat, we were seeing the proof. Wir konnten den Beweis in Jesus sehen. That's why he is the proof of everything God has spoken about und das, us. Deshalb ist der Beweis von allem, worüber Gott zu uns verheißen hat. You look at Revelation chapter number 1 verse 5. Schau dir mal Offenbarungsbrief Kapitel 1 Vers 5. Revelation 1:5. Offenbarungsbrief 1:5. Recently I've been doing a series on the book of Revelation. It's interesting. Also nun neulich habe ich einfach recherchiert im Offenbarungsbrief und das ist sehr interessant. Look at how the King James says. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead. Schaut es mal hier an und hier heißt es, und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten. Ah, the first begotten of the dead. Ja, der Erstgeborene aus den Toten. Now, keep that at the front of your mind and look at Romans chapter number 8. Also behalt das bitte im Sinn, wir schauen uns Römerbrief 8. And I show you something very simple. Und ich zeige euch mal was we ganz can look Einfaches. At verse number 29. Wir schauen uns Römer 8, Vers 29. He says, for whom he did foreknow, that is us, he also did predestine to be conformed to the image of his son. Romans 8, 29. That is verse number 29. Genau, und hier heißt es in Vers 29, denn die, die vorher erkannt hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes now, gleichförmig zu sein. That he might be the firstborn among many brethren. Damit der Erstgeborene ist unter vielen Listen, Brüdern.
If Jesus is the firstborn, before Jesus was born in a manger, people were existing. Amen. Also wenn Jesus der Erstgeborene ist, Jesus, bevor er körperlich geboren wurde im Stall, es haben Menschen existiert doch vorher. Is the firstborn out of what? Of the dead. Ja, also der Erstgeborene wovon? Und zwar der Erstgeborene aus den Toten. Jesus is the first man to raise from the dead. Jesus ist der erste Mensch, der aus den Toten auferweckt wurde. As a representation of how does the true Son of God look like? Damit wir wirklich ein Muster haben, ein Vorbild haben, wie der Sohn Gottes körperlich aussieht. That's why when we see Jesus, deshalb wenn wir Jesus sehen, we are able to see the realities of what God has spoken. Sind wir in der Lage, die Realitäten dessen zu sehen, was gesprochen wurde von Gott? That when we say we are sons of God, dass wenn wir sagen, wir sind Söhne Gottes, we are able to see a very example of us in Christ. Wir sind in der Lage, ein Beispiel von uns und nicht ein Beispiel für uns, sondern ein Beispiel von uns in Christus. That's why for Peter will say in 2 Peter chapter 1 verse 4 that we have been made partakers of the divine nature. Und deswegen konnte Petrus in 2. Petrus 1 Vers 4 berichten, nämlich wir sind zum Teilhaber der Natur Gottes gemacht worden. And how has that come to be? Aber wie ist das geschehen? He will tell us in 1 Peter chapter 1 verse 3. Nämlich das hat uns in Vers 3 von 2. Petrus 1 berichtet. That it's by the resurrection. Es ist durch die Auferstehung we geschehen. We are born again unto God by the resurrection of Christ. Ja, wir sind von neuem geboren zu Gott und zwar durch die Auferstehung Christi. So you and me, we are born to God by the resurrection. Also du und ich, wir sind zu Gott geboren und zwar durch die Auferstehung. So that's how important the resurrection of Christ is. Und genauso wichtig ist die Auferstehung Christi. And that's why it holds the substance of our faith. Und genau das hält die Substanz, die Wirklichkeit so unseres every Glaubens. Time you look at the begotten Son, jedes Mal, wenn du den eingeborenen Sohn schaust, looking at the risen Christ. Du schaust auf den auferstandenen Christus. Let me show you something very simple. From Jeremiah chapter 1 verse 11 to 12. Ich schau euch mal was ganz Einfaches an. Jeremia 1, 11 und 12. You see, this is prophetic. Das ist prophetisch. And all the prophecy was fulfilled in Christ. Und all diese Prophetien wurden in Christus erfüllt. And when you look at Jeremiah, wenn du Jeremia anschaust, the chapter is 1 and the verse 11, that's what he says. Jeremia 1, 11 berichtet uns. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah, what says thou? I said, I see a rod of an almond tree. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Was siehst du, Jeremia? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelzweig. So the word has come to a prophet. Also das Wort ist zum Propheten gekommen. And the prophet is asked, what are you seeing? Und die Frage kam zu dem Propheten, was siehst du? This is very important. Und das ist sehr wichtig. I have come to see that many times God asks people significantly what they see. Und ich bin zu dem Verständnis gekommen, oder ich habe es entdeckt, nämlich dass Gott den Menschen die Frage stellt, was seht ihr? And what you see is important, child of God. Und Kind Gottes, das was du siehst, ist wichtig. Let's use a few examples. Do you remember this gentleman in Mark chapter number 8, the blind man? Also, könnt ihr euch mal erinnern in Markus 8, nämlich dem blinden Menschen? When Jesus came to him, als Jesus zu ihm kam, and he touched him for the first time to recover his sight, und Jesus berührte ihn zum ersten Mal, damit er wieder sehen konnte. Jesus asks him, what do you see? Und da hat ihn Jesus die Frage gestellt, was siehst du? And this is what the man says. Und folgendes antwortet dieser Mensch. From verse number 22 downwards. Ja, und zwar ab Vers 22 Markus 8. And he says, I can see people walking as if they are trees. Und da sagt er, ich kann Menschen sehen, wie sie wandern, als wären sie Bäume. What does that mean? Aber was heißt das? Many people can see. Viele Menschen können nicht sehen. But what are you seeing? Doch was siehst du?
We are all seeing. Wir alle haben die Fähigkeiten zu sehen. But what are you seeing? Doch die Frage ist, was siehst du? Seeing is not the issue. Also das Sehen ist nicht die Sache. The matter is what you see. Die Frage ist doch, was siehst du? When you look in the scriptures, what are you seeing? Wenn du die Schriften anschaust, was siehst du dabei? That's why we have some people who have gained a lot of knowledge. Und deshalb haben wir viel, also wir haben ein paar Leute, die viele Erkenntnis angesammelt haben. About scriptures. Und zwar, sie haben Wissen über die Schriften gesammelt. And that knowledge has simply become something else to them, that it has made them to become Pharisees. Und dieses Wissen hat dafür gesorgt, dass diese Menschen Pharisäer wurden. It is just you are right, you are wrong, you are right, you are wrong, you are right, you are wrong, and this is coming from the too much knowledge they have accumulated. Ja, also für sie geht es nur, du liegst richtig, du liegst falsch, du liegst richtig, du liegst falsch. Warum? Weil es kommt aus dem vielen Wissen, die sie zwar angesammelt haben, ohne das Wort zu entdecken. That's why Paul says in 1 Corinthians chapter 8 verse 1 that knowledge puffs up. Und deswegen konnte Paulus sagen in 1. Korinther Kapitel 8 Vers 1 nämlich, dass Erkenntnis bzw. bloßes Wissen macht einem wirklich, ich sag mal, hochnäsig. If your knowledge you have acquired does not bring a maximum revelation of it as Christ, then it is a trash. Ja, wenn dein Wissen wirklich maximal, nämlich Christus nicht hervorhebt, dann kannst du das in die Tonne treten. All knowledge should lead to Christ. Alle Erkenntnis sollen zu Christus führen. And love surpasses knowledge. Und Liebe übersteigt Erkenntnis. So it's better for us to minister to others in love than knowledge. Es ist besser für uns, anderen aus der Liebe zu dienen, als nur aus Erkenntnis. And how will love be expressed when Christ is preached? Also, wie wird die Liebe Ausdruck finden, indem Christus gepredigt wird? That is the reason as to why when you look at Jeremiah. Und das ist der Grund, warum, wenn wir Jeremia anschauen. He's asking, what do you see? Und da stellt sich die Frage, was siehst du? And before Jeremiah answers, und bevor Jeremia antwortet, something very important also comes back to my mind. Also etwas Wichtigeres kommt mir in den Sinn. You remember in Genesis chapter 15 verse 5. In 1. Buch Mose 15 Vers 5. God gets Abraham out. Also Gott hat Abraham aus seinem Zelt rausgefischt. And asks him, look. Und er sagt ihm, schau hin. Was siehst du? He says, I'm seeing stars. Und er sagt, ich sehe die Sterne. He says, now your brethren will be outnumbering them. Also, deine Geschwister, sprich, dein Nachkommen, die werden viel mehr sein als die Sterne Remember im Himmel. The servant of Elijah. Und wir schauen uns mal den Diener Elias, Elisas, Entschuldigung. Oh, what he was seeing are the enemies surrounding them. Ja, also Gehazi hat nur Feinde um sich herum gesehen. What was the prayer of the prophet? Doch was war das Gebet des Propheten? That may God open his eyes that he may see. Nämlich Gott soll ihm die Augen öffnen, the damit er sieht. On their side. Und zwar die Menge, die für sie sind. So when God asks Jeremiah, what are you seeing? Und als Gott Jeremia gefragt hat, was siehst du? It caught my attention. Und genau das hat meine Aufmerksamkeit bekommen. That Jeremiah says, dass Jeremia Folgendes I antwortet. I see a rod of an almond tree. Ich sehe einen Mandelzweig. And guess the response of God. Und schau dir mal Gottes Antwort. God answers in verse 12. In Vers 12. And he says, then said the Lord to me, you have seen well. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen. You have seen well. Du hast recht gesehen. When do we see well? Wann sehen wir rechtens? Because we can see, but when do you know that I'm seeing well? Denn wir können ja sehen, doch die Frage ist, wann sehe ich ja richtig? The almond tree is a prophetic tree. Ja, der Mandelzweig ist was Prophetisches. Which was a type of a risen Christ. Nämlich das war ein Typus von dem auferstandenen Christus. You people are living in a kind of a world. Also wir leben in einer bestimmten Welt. Where you experience summer and winter. Wo man Sommer und Winter erlebt. Go and make your personal research. Also mach dein persönliches Recherche. The almond tree. Ja, der Mandelzweig. Is the tree amongst all the trees. Es ist wirklich der Baum unter den Bäumen. That after winter. Und zwar nach dem Winter. It will be the first one to bring out its flowers. Es ist der erste, der wirklich blühtet. It is the first one to awaken.
ist der Erste, der wirklich wach wird von den Pflanzen. To bring a message to the rest of the creations, um wirklich den anderen Bescheid zu geben, that what is seemed like dead, dass das, was wie der Tod erscheint, during the winter time, während der Winterzeit, there is life now. Nun lebt das. This was actually shadowing Christ. Aber genau das war die Vorschattierung Christi. That when he saw the almond tree, nämlich als er diesen Mandelzweig sah, a prophet was seeing Jesus risen from the dead. Ein Prophet sah, wie Jesus aus den Toten auferstand. And when he saw Jesus who is risen from the dead, und wenn du den auferstandenen Jesus siehst, God told him, you have seen well. Und da sagt Gott ihm, du hast recht gesehen. So as a Christian, als Christ, when you see Christ risen from the dead, wenn du Christus siehst, wie er aufersteht aus den Toten, seeing well, dann siehst du richtig. Why? Warum? Because he was risen for you to be justified. Er wurde auferweckt, damit du gerechtfertigt wirst. That's why when you see him risen, und deshalb, wenn du ihn auferstanden you are siehst, beholding the evidence of your righteousness. Du schaust, und zwar nach dem Beweis you von deiner Gerechtigkeit. Your holiness. Du betrachtest deine Heiligkeit. You are beholding all that God says about you. True. Du betrachtest alles, was Gott über dich für wahr gehalten hat. So when you hat. See Christ risen, also wenn du Christus auferstanden siehst, then you are seeing well. Dann siehst du recht. And that was the message that Jeremiah was given. Aber genau das war die Botschaft which Jeremias. Is fulfilled in Christ Jesus. Und diese Botschaft ist in Christus Jesus erfüllt. That is the reason as to why Paul says. Und deshalb sprach Paulus. That I pray. Ich bete, that I may know him, damit ich ihn kenne, and the power of his resurrection, und die Kraft seiner Auferstehung. Because when I see him risen, denn wenn ich ihn auferstanden sehe, I see my life, dann sehe ich mein Leben. When I see him risen, wenn ich sehe ihn auferweckt, I see my health, dann sehe ich meine Gesundheit. When I see him risen, wenn ich sehe, wie er auferstanden I see my ist, identity, dann sehe ich meine Identität. When I see him risen, wenn ich sehe, wie er auferstanden I see ist, everything God says about me, dann sehe ich alles, was Gott über mich berichtet. Also Kind Gottes, was siehst du? Du solltest nur eins sehen. Und zwar, das ist den auferstandenen Christus. Aber genau folgendes ist die Schönheit davon. Think resurrection is an event. Wenn viele denken, Auferstehung ist ein Ereignis. Some people think it's an occasion. Manche denken, es ist nur so eine Veranstaltung. I think it's a season in a year. Manche denken, es ist so eine Jahreszeit. But Jesus corrected our minds. Doch Jesus hat unsere Gesinnung berichtigt. And he says in John 11:25. Und er sagt in Johannes 11:25. That resurrection is not an event. Dass die Auferstehung kein Ereignis ist. I am the resurrection. Ich bin die Auferstehung. Jesus is the resurrection. Jesus ist die Auferstehung. We are not hoping in an event. Also wir hoffen nicht für ein Ereignis. Our hope is in a person. Und zwar unsere Hoffnung liegt an einer Person. And that person is Jesus. Und dieser Person ist Jesus. Who is the true resurrection. Der die wahrhaftige Auferstehung That's ist. Why we don't live like those without hope. Und deshalb leben wir nicht wie denen, die ohne Hoffnung And leben. If you look at hope in Greek, und wenn du Hoffnung, den Begriff Hoffnung im Griechischen anschaust, it represents a sure expectation of good. Nämlich Es steht für eine sichere Erwartung des Guten. And God has taken us to another level. Und Gott hat uns zu einer anderen Ebene gebracht. He has declared to us, er hat uns erklärt, that our hope is not a simple expectation. Unsere Hoffnung ist keine bloße Erwartung. No, he Nein. has gotten Christ as our hope. Nämlich Christus ist unsere Hoffnung. That's what 1 Timothy chapter 1 verse 1 says. Und das sagt uns 1. Timotheus 1 Vers 1. That Christ is our hope. Dass Christus unsere Hoffnung ist. He does not just give us hope. He has become hope to us. Er hat uns nicht nur Hoffnung geschenkt, sondern er ist uns Hoffnung geworden. That's why Colossians 3 verse 1 to 2 says. Deshalb sagt Kolosser 3, 1 und 2. Our minds, unsere Gesinnung, should be constantly on the things above. Sollen stets auf die Dinge, die droben sind, sein. Things above suggests what Christ has done and accomplished. Denn Dinge, die droben sind,
zeigen uns das, was Christus erfüllt hat. And und zwar vollkommen. To another level and says, und das führt uns zu einem anderen Bereich. That sagt, risen Christ dieser auferstandene Christus is the breath in you. Ist der Atem in is dir. The life in you. Er ist das Leben in dir. So the moment you see the risen Christ, in dem Augenblick, wo du den auferstandenen Christus siehst, this is what we are seeing. Folgendes sagen we wir. Are seeing our life. Wir sehen unser Leben. We are seeing our hope. Wir sehen unsere Hoffnung. We are seeing our resurrection. Wir sehen unsere Auferstehung. We are seeing our holiness. Wir sehen unsere Heiligkeit. We are seeing our righteousness. Wir sehen unsere Gerechtigkeit. We are seeing our health. Wir sehen unsere Gesundheit. We are seeing our multiplication. Wir sehen unsere we are Vermehrung. Our expansion. Wir sehen unsere Erweiterung. We are seeing all that God says about us. Nämlich wir sehen alles, was Gott über you uns aussagt. See the risen Christ. Du kannst nicht den auferstandenen Christus sehen and continue to live in fear. Und weiterhin in der Furcht zu leben. Because when you see him, denn wenn du ihn siehst, you see the light. Dann siehst du Licht. And darkness cannot dwell in you anymore. Und Finsternis kann nicht mehr in dir wohnen. In den Namen Let's Jesu. Give thanks. Lass uns dem Herrn danken. Father, we thank you. Vater, hab Dank. That when we see the risen Christ, dass wenn wir den auferstandenen Christus sehen, all that you talk about us. Wir sehen alles, worüber du uns berichtet when we hast. See Christ risen, wenn wir Christus auferstehen we sehen, see our hope. Wir sehen unsere Hoffnung. We cannot be depressed. Wir können nicht deprimiert sein. We cannot be sick. Wir können nicht krank sein. We cannot be dismayed. Wir können nicht verzweifelt we cannot sein. Be downcasted. Wir können nicht niedergeschlagen Because sein. Because greater is you who is in us. Denn größer bist du, der in uns wohnt. What is in the world. Und als das, was in der Christ Welt ist. In us. Christus in uns. You are the hope in us. Du bist die Hoffnung in uns. And the hope does not disappoint. Und diese Hoffnung Because enttäuscht uns sure. nicht. Denn diese Hoffnung ist sicher. Christ in us. Christus in uns. You are the health we feed on. Ach, du bist die Gesundheit, you woran are the wir nähren. We know. Du bist das Leben, was you wir are kennen. The light that shines. Du bist das Licht, was and leuchtet. Our paths are clear. Und unser Pfad ist klar. You are the prosperity we hold. Du bist der Wohlstand unseres Lebens. Joy we have. Du bist die Freude, die wir you haben. Are the peace du bist der Friede, that settles our mind. Der in unserer Gesinnung niederlässt. We thank you, Christ. Wir danken dir, Christus. And we thank you for your resurrection. Danke für deine Auferstehung. That because you rose, weil du auferstanden we live bist, with an assurance, leben wir mit Gewissheit, that the dying bodies dass die Körper, die will sterben, be no more one day. Sie gibt es nicht mehr and eines Tages. Be dressed up und wir sind angezogen in, what cannot die. In dem, was nicht sterben in kann. The name of Jesus. In dem Namen Jesu. And everybody says, alle sagen Amen. Amen. Thank you.